Unsere wahnsinnige von der Leyen, Uschi, wie ich sie immer liebevoll nenne, aus Brüssel, hat jetzt wieder eine Schnapsidee irgendwo gefunden. Es sollen nächstes Jahr im Januar, am 01.01.2025, 8 Millionen Dieselautos in Deutschland stillgelegt werden. Das heißt, jedes zweite, unter anderem davon betroffen, Euro 5 und Euro 6 Diesel, die quasi aktuell teilweise noch junge Gebrauchte verkauft werden. Euro 5 ist schon ein bisschen älter, aber die neuesten Abgasnormen, sie sollen jetzt hier verboten werden. Der Hammer aus Brüssel betrifft 8,2 Millionen zugelassene Dieselfahrzeuge, die am 31.12.2024 stillgelegt werden sollen. Das sieht das neue Konzept von Ursula von der Leyen vor, EU-Kommissionspräsidentin in zweiter Amtszeit. Ihr seht mal, wie schlimm das anfängt, noch keine 4 Wochen dran. Schon gibt es den ersten Kinnhaken für uns. Unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der Minister, von dem man nicht viel hört, ist jetzt alarmiert, wie er sagt. Er hat doch einen Brief geschrieben an Ursula von der Leyen. Allein in Deutschland droht Besitzern von Euro 5 Autos, das sind 4,3 Millionen Fahrzeuge, und Euro 6 Besitzer, das sind 3,9 Millionen Fahrzeuge, eine behördliche Außerbetriebssetzung ihres Kraftfahrzeugs. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Was sie alles kaputt machen. Also, boah, Leute, die Vertragsfreiheit und dies und das, unternehmerische Planbarkeit und jetzt das Eigentum von dir und mir. Gut, ich besitze kein Auto, aber meine Mutter zum Beispiel besitzt ein Auto. Jetzt wollen sie an die Grundlage, an das Eigentum der Leute ran und sagen einfach, ist ja schön, dass du das Auto besitzt, darfst du auch weiter besitzen, aber wir ziehen dir die Zulassung unterm Hintern weg und dann kannst du auf deinem Privatgrundstück im Kreis fahren oder du kaufst dir halt eines der Autos, die wir für politisch korrekt halten. Völliger Geisteswahnsinn. In Europa dürften Millionen Dieselautos davon betroffen sein. Wir haben jetzt hier nur Zahlen für Deutschland. Sie sind auch absolut nicht überaltert. Die Euro 6 Norm ist 2015 erst in Kraft getreten. Das heißt, die Autos sind teilweise noch nicht mal 10 Jahre alt. Bei Autos, die im Schnitt 20 bis 30 Jahre alt werden können im Privatbesitz, ist das völliger Geisteswahnsinn, diese Autos hier aus dem Verkehr zu ziehen. Herr Verkehrsminister Wissing sagte hier zur Bild-Zeitung: Ich fordere ein Ende der Anti-Auto-Politik aus Brüssel. Die Menschen brauchen ihr Auto und wollen es sich nicht wegnehmen lassen. Die EU-Kommission muss jetzt schnell handeln. Und da kann ich nur sagen, Herr Wissing, wenn die Leute ihr Auto so toll finden, warum haben sie dann so einen Kriegswahlkampf geführt? Ja? Warum sind sie nicht mit dem Auto oder für das Auto in den Wahlkampf nach Brüssel gezogen? Nein, weil sie eine wild gewordene Parteikollegin haben, ja, wie, also was sie sich ausgedacht haben, diese Plakatkampagne zur Europawahl, völliger Wahnsinn und zu Recht eine richtige Klatsche kassiert von den Wählern und jetzt wollen sie hier dann ganz schnell jetzt noch was für die Autos tun und alleine der Hintergrund, warum die EU das jetzt tut, ist genauso wahnsinnig. Und zwar hat die EU den NEFZ eingeführt, den neuen europäischen Fahrzyklus. Ja, da gab es schon Riesenwellen und so weiter, weil die ganzen Verbrauchsmessungen, alles wurde auf einen neuen Standard angepasst. Die Bürokraten in Brüssel haben quasi das Ei ausgebrütet. So müssen wir Autos messen. Das ist jetzt der neue Goldstandard für die EU. Es gab viel Lobbyarbeit, viel Kritik. Man hat das am Ende akzeptiert und alle haben die Autos gebaut und getestet unter dem neuen NEFZ-Zyklus. Ganz normal, die Wirtschaft hält sich an die Rahmenbedingungen und jetzt möchten sie hingehen und möchten ihr eigenes Verfahren, ja, für den europäischen Fahrzyklus einfach über Bord werfen. Ja? Also das kann man ja auf der einen Seite machen. Man hat ja auch den vorherigen Zyklus ersetzt durch diesen europäischen Fahrzyklus. Jetzt wollen sie aber nicht nur einen neuen Fahrzyklus einführen, sondern sie wollen alle schon im Verkehr befindlichen Fahrzeuge, dass die davon betroffen sind. Das ist völlig wahnsinnig, ja? Wenn ich am Tag X 50.000 Gesetze habe, an die ich mich halten muss, um mein Produkt zu verkaufen, und sie gehen eine Woche später hin, ändern das Gesetz und jetzt ist mein Produkt, muss nochmal getestet werden. Das ist ein Angriff auf die Vertragsfreiheit, auf die Eigentumsgarantie, auf die Eigentumsfreiheit. Also da bin ich gespannt, ob die das überhaupt dann auch vor ihrem eigenen europäischen Gerichtshof durchkriegen, weil irgendwann ist wirklich mal Schluss mit lustig. Es soll jetzt hier das Standardverfahren ersetzt werden.
weil bei diesem Standardverfahren hat man sie im Labor getestet und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, Fahrzeuge sollen nicht mehr auf dem Prüfstand, sondern im realen Fahrbetrieb mit realen Geschwindigkeiten betrieben werden, um dann den Kraftstoffverbrauch sowie die Schadstoffemissionen zu messen. Und sie dürfen weiterhin ihre Spiegel abmontieren bei diesen Fahrten, sie dürfen ihre ganzen Luftschlitze abkleben, um die Aerodynamik zu verbessern. Und dann sagen sie, es sind echte Bedingungen auf der Straße, aber wie man bereits zugelassene Baureihen mit neuen Regularien hier drangsalieren will, das kann nicht rechtens sein, das kann nicht geltende Vertragslage der EU sein, weil dann können wir diese EU auch einfach sofort auflösen und für alle, die wissen wollen, wie Deutschland aus der EU rauskommt, das ist ganz einfach. Das ganze Artikel 50-Verfahren beim Brexit, das ist nur vorgeschoben. Wenn man es zügig machen möchte, wird im Deutschen Bundestag ein Antrag gestellt auf Zurücknahme des Zustimmungsgesetzes zur Europäischen Union. Und wenn der Bundestag in einfacher Mehrheit beschließt, dass dieses Zustimmungsgesetz, das deutsche nationale Zustimmungsgesetz, zurückgezogen wird, dann sind wir formal nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. In der Praxis ist dann was ganz anderes und deswegen haben dann die Briten dieses Artikel 50-Verfahren gemacht, weil die ganzen Sachen danach geregelt sein müssen. Der Austritt an sich geht wirklich schnell, das kann man innerhalb von wenigen Tagen vollziehen, aber da es viele Regelungen gibt, die wir nur auf europäischer Ebene haben, zu denen es keine Regelung gibt auf nationaler Ebene, gibt es dann immer diese Dinge, wie verhält man sich mit A, mit B, mit C, also und so weiter und so fort. Das wäre jetzt auch die Frage, wenn wir aus der Europäischen Union aussteigen würden, als einzigstes Land, was dann als einzigstes Land überhaupt keinen Sinn macht im Herzen von Europa, brauchen wir dann Visa? Werden wir dann auch aus dem Schengen-Raum geworfen? Also da sind Fragen hinten dran, wenn ich jetzt ein Visum beantragen muss auf der niederländischen Botschaft, weil ich eine Woche nach Amsterdam fahre. Das sind wirklich so Sachen, dafür braucht man dann diese Verfahren. Aber Leute, Sie hätten einfach mal in Ihrem Wahlkampf Ihre Prioritäten setzen müssen, nicht auf Panzer und Granaten, sondern auf das, was die Leute wirklich umtreibt. Und jetzt stellt euch mal vor, die Autos werden zwangsweise aus dem Verkehr gezogen, also zwangsweise stillgelegt. Dann bricht auf der einen Seite dieser Diesel-Gebrauchtwagenmarkt völlig ein. Ja? Die Autos sind sofort wertlos, quasi nur noch Schrottwert oder Exportwert nach Afrika. Mehr ist dann nicht mehr übrig. Und die Neuwagen, darauf wird es dann einen Run geben. Auf die verbliebenen Gebrauchten wird es auch einen Run geben. Dann steigen wieder die Preise. Und für alle, die sich fragen, wie wird das überhaupt gemessen? Ja? Und dann kann man nur sagen, der Mannheim Used Vehicle Value Index, also wirklich der Mannheimer Gebrauchtwagen Index, ist ein international anerkannter Maßstab zum Messen von Gebrauchtwagenpreisen. Das ist wirklich lustig, weil sie an der Wall Street immer vom Mannheim Used Vehicle Index sprechen und auch immer ganz wild darauf sind, wie hier die Preise steigen. Ich habe euch hier mal eine Grafik dazu eingeblendet von Cox Automotive. Und der Mannheim Used Car Index ist eigentlich weltbekannt. Ich wette, du hast das nicht gekannt. Wer kannte den Used Car Index und wer nicht, bitte mal kommentieren unter dieses Video. Ansonsten kommentiert mal, ob du einen Euro 5 oder Euro 6 Diesel fährst. Euro 6D ist nicht betroffen und alle, die danach kommen. Aber ich bin mal gespannt, wie du das Ganze siehst, ob du das auch für so wahnsinnig hältst wie ich oder ob du sagst, naja, gewählt, also geliefert wie gewählt, ne, sozusagen. Deswegen abonniere den Kanal, dann verpasst du keines dieser Videos mehr. Wir bleiben immer dran an den aktuellen politischen Entwicklungen, auch rund um die Welt. Deswegen sage ich, schau auch auf X und Telegram vorbei für die unzensierten Bilder. Und am Wochenende habe ich eine Spezialfolge für euch. Ihr könnt euch freuen, Samstagabend ist es soweit. Und damit ciao, bis bald.